Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um die Erschöpfung. Und damit meine ich jetzt nicht die krankhafte Erschöpfung, also das Burnout, wenn dann schon gar nichts mehr geht, sondern einfach das Sich-Erschöpfen. Wenn du dich mal fragst, woran erschöpfe ich mich denn, was ist denn erschöpfend in meinem Leben? Welche Alltagsdinge oder Arbeitsabläufe erschöpfen mich besonders, dann werden wir heute diesen Abläufen auf die Spur gehen und werden auch schauen, was kann man tun, was kannst du tun, damit sich diese Erschöpfung löst. Grundsätzlich sind wir ja in dieser Zeit eigentlich rund um die Uhr eingespannt. Also wenn wir nicht gerade schlafen, werden wir irgendwo berieselt, unsere Aufmerksamkeit läuft irgendwo hin. Ob das jetzt eine ganz klassische Arbeit ist, eine Tätigkeit ist, die wir durchführen wollen zu anderen Menschen, die Energie hinläuft oder im Sumpf der sozialen Medien irgendwo versandet, irgendwo läuft die Energie permanent und wir sind auch permanent befeuert. Das hat sich natürlich extrem hochgeschraubt und wird sich auch noch weiter hochschrauben jetzt. Also da ist jetzt noch nicht so dieser Peak erreicht, meines Erachtens nach. Und deshalb ist es natürlich gut zu erkennen, wann erschöpfe ich mich, wann kann ich nicht mehr, wann sollte ich vielleicht etwas anderes machen. Denn ständig dasselbe machen erschöpft, auch wenn ständig dasselbe an sich gesund ist, erschöpft dich die Monotonie daran. Ich habe ganz viele so Läufer, so Marathonläufer und sehr fitte Menschen eigentlich auch schon begleiten dürfen, die eigentlich mal was anderes hätten machen sollen, andere Dinge hätten tun sollen als nur Sport treiben, weil sich die halt einfach dann auf dieser Ebene verausgabt haben. Und genauso kann man es dann sehen eben bei der Arbeit, wenn man immer nur dasselbe macht. Man verausgabt sich dann in eine Richtung rein und das ist dann ganz schwierig, da wieder so diese Motivation, diese Stärke, diese Freude dann auch wiederzufinden. Auch wenn man was tut oder getan hat, was einem anfangs gefreut hat. Es ist auch wichtig, wir haben ja jetzt gerade, also wie das aufgezeichnet wird, haben wir die vage Zeit. Wenn es online kommt, ist es ein bisschen später, aber da geht es ja auch um Ausgleich. Da geht es um Ausgleich finden zwischen den verschiedenen Polen, diese viel zitierte Work-Life-Balance, die man immer wieder hört, ist natürlich da ganz wesentlich. Ich für meinen Teil trenne ja jetzt Arbeit nicht von meinen Tätigkeiten. Das heißt, ich habe bei mir mental das so entschieden, dass das, was ich mache, mir Freude bereitet und es deshalb keine Arbeit ist. So habe ich gemerkt, dass ich einfach viel produktiver bin und natürlich in verschiedenen Ebenen auch arbeiten kann. Also ich mache nie immer nur eines, das wäre mir persönlich auch zu langweilig. Ich mische das Kurse geben mit Videos machen, mit Meditationen, mit Einzelsitzungen und anderen Tätigkeiten, die ich noch so betreibe. Und so ergibt sich für mich ein Mix, ein Gesamtmix, wo ich immer wieder dann einfach Freude finde und wo ich auch immer wieder mich neu motiviere, weil es nicht nur in eine Richtung geht. Also ich habe Tätigkeiten wie die Energetik, wo die Energie eigentlich, wo ich nach innen gehe, wo ich sehr bewusst sein muss. Und dann habe ich Tätigkeiten wie auch Geschichten im Theater, die extrem nach außen gehen, wo die Energie wieder eine Verausgabung ist. Aber so gibt es einen Kreislauf, das was rausgeht und das was reinkommt. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und wenn du das übersiehst, ist es natürlich möglich, dass du dich erschöpfst. Und dafür soll die heutige Übung einfach mal helfen, dass man mal erkennt, okay, was hast du denn für eine Einstellung zu deinen Tätigkeiten? Wo hast du vielleicht alte Glaubensmuster gespeichert? Und was kann man tun, dass eben Energie reinkommt, dass man da auch einen gewissen Ausgleich schafft und dass du dann wieder in deine Mitte kommst und natürlich auch frische Energie tankst. Der Grundfehler, den ich bemerke bei ganz vielen Klienten, ist einfach der Gedanke, ich brauche einfach Kraft, dass ich genauso weitermachen kann, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Weil das bis jetzt, wie es war, eigentlich gut war.
Und das ist eigentlich so ein riesiger Denkfehler. Denn wenn dir die Energie ausgeht, dann heißt es einfach schon, da hast du was nicht so gut gemacht. Ja, da hast du was vielleicht so für dich nicht so ideal getan. Sonst wäre ja die Kraft noch da. Und deshalb nicht so eben weitermachen, wie es mal war oder wie es mal früher gewesen ist, sondern immer schauen vom jetzigen Standpunkt aus, wo stehe ich energetisch und was sind Tätigkeiten, kann ich vielleicht Tätigkeiten ändern, kann ich meine Einstellung zu Tätigkeiten ändern, kann ich Glaubensmuster ändern, dass ich eben, wenn ich erschöpft bin, da möglichst schnell wieder rauskomme. Okay, dann starten wir mal mit unserer Reise. Und da lade ich dich jetzt einfach mal ein, dass du deine Augen schließt. Und mal tief einatmest. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Erlaube dir jetzt ganz bewusst Unterstützung anzufordern. Ich bitte jetzt um die Hilfe der geistigen Welt. Ich bitte jetzt um die Hilfe der geistigen Welt. Und diese Hilfe baut sich jetzt in einem violett-rosarotem Licht in deinem Rücken auf. Ein violett-rosarotes Licht baut sich in deinem Rücken auf. Fast so wie ein Bett, ein Leintuch, auf dem du liegst, also so violett-rosarot. Und das hüllt jetzt mal deinen Rücken ein. Spür mal die Frequenz, das Violett und auch das Rosa. Und dieses Licht erkennt jetzt die Ebene, wo du müde bist. Vielleicht bist du in deinem Kopf müde, in deinem Gesicht. In deinem Hals, auf deinen Schultern, deinem Herzen, deinem Magen. Dem Bauchraum, der Hüfte, den Füßen. Vielleicht spürst du die Müdigkeit in irgendeinem Organ, der Leber, den Lungen, den Nieren, der Blase. Und dieses Licht beginnt jetzt, diese Erschöpfungen zu transformieren. Und zwar auf jeder Ebene. Ob das jetzt eine körperliche Erschöpfung ist, ob das eine seelische Erschöpfung oder Müdigkeit ist, ob das eine geistige Müdigkeit ist. Dass emotionale Müdigkeit ist. Egal um welche Müdigkeit es sich handelt, um welche Erschöpftheit es sich handelt,
Dieses violett-rosa-rote Licht hüllt diese Erschöpftheit ein und beginnt sie zu transformieren. Und du spürst augenblicklich, wie du klarer wirst, wie du frischer wirst und wie sich Erschöpfung aus deinem System zurückzieht. Die fließt jetzt durch deine Füße in die Erde ab und reinigt sich dann dort. Aber du spürst, wie diese Erschöpfung aus dir herausgeht. Du spürst, dass du in dir klarer wirst und freier. Und nachdem dieses violett-rosarote Licht die Aufgabe erfüllt hat, erfüllt ein lindgrünes, hellgrünes Licht dein System, das Licht der Regeneration. Und du regenerierst jetzt deinen Körper, deine Seele, deinen Geist, deine Emotionen. Alles wird friedlich, ruhig und frei. Und du erlaubst dir dieses Licht jetzt in jede Faser deines Daseins einfließen zu lassen. Und du spürst, dass du freier und klarer wirst. Diese Heilung breitet sich in dir aus und du wirst freier und dein Körper fühlt sich auch freier an, wird heller, wird klarer. Und du kannst natürlich auch dich durchstrecken und deinen Körper bewegen und du spürst, wie eine absolute Regeneration, eine absolute Stille, ein absoluter Frieden in dir einkehrt. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und bleib in dieser friedlichen Stimmung. Und du kannst dir diese Stimmung natürlich auch mitnehmen, wenn du dann später
nach der zweiten Reise in dein Alltagsbewusstsein zurückkommst. Und dann atmest du noch mal tief ein und wieder aus, nimmst dir diese Heilungsenergie mit in dein Alltagsbewusstsein, streckst dich durch, bewegst Arme und Beine und kommst dann ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und spürst den Frieden und die Regeneration. Sehr gut. Wenn dir diese Reise gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, alles Gute, dein Oliver Erni.